Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 3. Sie muss jetzt jemanden kontaktieren und er findet das Relikt einfach nicht, weil das einfach nur scheiße ist. Aber wir haben ein bisschen Burkina, gibt's da irgendwas? Eindringling. Ja. Das klappt irgendwie noch nicht so ganz. Müssen wir erst ein bisschen fitter werden. Ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr wir da heimfahren. Dynamadu. Erreiche Level 5. Leb nur. Okay. Ober Nuna. Meditieren. Larakis. Salimin. Belashina. Irgendwo kann man doch hier bestimmt meditieren. Anjibab. Ich geh mal hier hin. Das ist doch bestimmt der Garten des Gelehrten, oder? Ah, nee, hier. Das ist der Garten des Gelehrten. Mach mal da einen Ausflug. Und renn wieder zurück. Cool. Du hast einen Ausflug zum Garten des Gelehrten gemacht und bist dann wieder heimgegangen. Voll cool. Ich glaube, sie muss halt hier hingehen und dann irgendwo hier kann man meditieren, vermute ich mal. Kann man hier meditieren? Nee, hier kann man halt entspannen und so, aber meditieren sehe ich jetzt hier nicht so und üben. Okay, Zen wegen Gelehrtengarten. Kannst du hier jetzt irgendwie sagen, so, ey, ich will jetzt meditieren? Linda, bleib mal stehen. Nee, irgendwie nicht so. Vielleicht hier? Nee, da kannst du nur alles immer betrachten. Das hier unten ist wahrscheinlich so ein Klohäuschen, oder? Ja. Ich vermute mal, dass hier so eine Brücke ist. Kannst du hier noch meditieren? Nee. Ich wüsste nicht, wie man meditieren kann. Ich bin aber auch blöd. Aber hier kannst du trainieren. Ja, eine Toilette ist ja da. Okay, in einer Stunde geht's eh heim, aber okay, dann geh halt zum Basiscamp. Meine Fresse. Ja. Dann geht's nach Hause und wir haben jetzt statt Accessoires, um coole Dinge zu finden. Mittelgroßer Brunnen mit doppelter Kuppe. Hier ist eine Fontäne vielleicht. Ringelblume. Ja. Läuft. Läuft sehr. Anstatt Accessoires sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Ich finde halt, das ist immer so Verschönerung und dafür sollte man einfach kein Geld ausgeben müssen. Vor allem irgendwie Sims ist so, du hast ein Basisspiel. Du kannst es spielen, aber es gibt so Erweiterungen, die das Spiel irgendwie perfektionieren. Und ich finde irgendwie, das ist nicht mehr so der Sinn von, ich kaufe mir ein Spiel und hab dann was davon, sondern so. Es gibt diese Erweiterung. Spiel doch diese Erweiterung, dann hast du alle möglichen Vorteile. Ich finde diese DLCs sehr dämlich. Natürlich ist es für die Leute cool, die damit Geld machen, aber ja, ich glaube, das ist ein Auto. Das ist VFN-Kompensator. Aber ich kann mich nicht mit Autos aus. Es ist scheinbar kein Auto. Ich hoffe, sie sind jetzt glücklich, wo sie wieder in ihrer Heimat sind. Naked, das sind Profi-Trockner. Sehe ich jetzt hier auch nicht. Und wir müssen uns jetzt unbedingt eine Waschmaschine und einen Trockner mal in unser Haus stellen, dass halt das Spiel auch wieder realistischer wird. Eine Vorschule. Was könnte eine Vorschule sein? Ah, das ist cool, wenn man so praktisch für Kleinkinder noch so eine Schule hätte. Und ich habe gelesen, dass man hier die Kinder aufs Internat schicken könnte. Und ich glaube, dass wir einfach jetzt mal ein Kind zeugen und wenn es ein Junge wird, kommt er aufs Internat oder so. Keine Ahnung. Könnte passieren.
könnt ihr mal so schreiben. Und auch so Namensvorschläge, falls wir Kinder kriegen. Ansonsten wird es so alphabetisch durchbenannt. So der erste heißt halt dann Anton oder wenn es Mädchen wird, halt wegen mir Anna. Dann geht es weiter mit B, mit Bert oder so. So mache ich das immer. Ihr könnt auch einfach Namensvorschläge posten, dann nehme ich die. Ansonsten wird es so nach Alphabet geregelt. Ich habe nämlich meine Zufallsnamens-App, glaube ich, nicht mehr, weil mein Speicher voll war. Es werden einfach meine Leute wieder nach ABC benannt. Es sieht schön aus mit diesem Spielzeug da und dieser Rutsche und diesen coolen Fenstern und der Schule da hinten. Ich habe den Gitarrenkoffer. Aber das ist auch wieder eine andere Welt, als dass wir die kennen. Ich hätte halt gern wirklich eine Welt, die ich selber bauen kann. Das fehlt mir hier so ein bisschen. So wie in Sims 2 einfach. Dass man sich halt die ganze Welt immer anschauen kann. Das finde ich nämlich an Sims 3 so toll, dass man halt praktisch sich in der Welt bewegen kann und nicht nur immer ein Grundstück chillen muss. Oder wenn man irgendwo hinreist, erstmal eine halbe Stunde abwarten. Das finde ich eigentlich immer das Geile an Sims 3, weil Sims 2 ist einfach so, du kannst halt daheim chillen und irgendwer kommt schon mal vorbei. Sims 1 natürlich auch und so ist ja dann auch wieder Sims 4. Yay, ihr seid daheim. 2 Tage Glücklichkeit. Hey, sie fahren bei dem Polizeiwagen nach Hause. Wo sind die jetzt ausgestiegen? Hä, von da unten? Waren die einfach bei so einem random Haus? Creepy. Serena ist am Pennen. Die hat gar nicht gemerkt, dass ihre Eltern weg waren. Das Polizeiauto wirkt irgendwie so grün. Aber heute ist ja auch Vollmondnacht, also Zombies. So, ja, dann geht mal schlafen. In ein paar Tagen ist Gruseltag. Gruseltag ist, glaube ich, Halloween. Irgendwie wirkt hier alles sehr grün. Und du könntest mal die Rechnung bezahlen. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Du möchtest Lose einlösen, okay. Ja, das vergessen wir. Haben wir jetzt hier noch Missionen offen dann? Ja. Wir wollen ja nur das hier. Ja. Mit der, die kontaktieren wir jetzt dann. Cool, Serena sollte als erste eigentlich aufstehen, aber sie hat ja nicht so ein gutes Bett. Die anderen beiden haben jetzt voll das geile Bett. Ja, verbessere einfach wieder deine Fitness. Nein, wir machen nicht schon wieder Urlaub. Mein Teenager ist noch nicht. Wir brauchen ein geiles Haus, dass wir das machen. Und so ist halt unser Haus so richtig Abfall. Du könntest mal einfach das ganze Grundstück reinigen. Ganz ehrlich. Für was bist du entschieden? Ja, du musst jetzt gleich in die Schule. Wie läuft's in der Arbeit? Nicht so geil. Ja, cool. Steht irgendwer irgendwann mal auf? Ach, die Nächte bei Sims sind immer sehr langwierig. Kommt, ihr müsst aufstehen, ihr müsst... Es blitzt. Ich hasse Gewitter. Ist irgendwie unser Baum abgefackelt? Nein, er lebt noch. Steht Linda jetzt mal auf, oder? Nicht so. Ja, nicht so. Okay, jetzt kontaktiert die eine da. Da musst du eh schon wieder in die Arbeit. Und zwar eigene Fälle übernehmen. Serena, was machst du? Du reinigst die Toilette, das ist auch mal sehr angebracht. Na, jetzt musst du ab in die Schule. Soll die Rechnungen zahlen, dass wir nicht rausgeschmissen werden. Und einmal das komplette Grundstück reinigen. So, dann können wir was essen.
Am Veranstaltung. Okay, Simfest. Cool. Du hast alles geschafft irgendwie. Bist du jetzt happy? Wolltest du noch kontaktieren? Ja, deine Demo-CD wolltest du aufnehmen. Genau. Das hast du eigentlich gerade gemacht, aber okay. Okay, ich sehe schon wieder, die Folge ist rum und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei diesem Stream. Bis dahin, tschüss!